Also, ich bin der Jörg Wertmann von Allrad Classic GmbH. Wir kennen uns ja schon was länger, ne? 2015 bin ich das erste Mal hier gekommen. Und du hast fast alles hier an dem Auto gemacht, was hier dran ist, ne? Angefangen hat das mit dem Dachträger. Ja, und dann kamen immer weitere kleinere und größere Dinge. Ja, du kennst das Auto in- und auswendig. Und jetzt lass uns nochmal was zur Kupplungsproblematik sagen. Der hat ja lange durchgehalten. Was sagst du denn zur TD4-Kupplung? Wann ist die denn so fällig immer? Also Fälligkeit von der TD4-Kupplung kann man nicht in Kilometern ausmachen. Kupplungsverschleiß liegt oftmals am Fahrer und an der Einsatzbedingung des Fahrzeugs. Die TD4-Kupplung hat das Problem, dass die Torsionsfedern sich lösen in der Scheibe. Dadurch kann es auch bis zum Totalausfall kommen. Und man kann es vorher nicht sagen, dass bei mir war es ja innerhalb von 20 Kilometern von Normalkuppeln, das ging nicht mehr. Also in Einzelfällen kann man es hören, aber es ist auch vom Geräusch her schwer festzumachen, wo es herkommt. Hier ist das weitgereiste Paket. Das Auto war in Samarkand, die Kupplung war auch in Samarkand, aber leider nicht zur selben Zeit. Sodass wir dann erstmal improvisieren müssen. So, was ist das hier? Das ist ein Kittenspaket oder wie nennt das? Wir haben keine kompletten Kits, weil wir halt einen Teil Originalteile verwenden und der Rest ist aus dem Nachbau. Das sind die spannenden Sachen, die für den Zoll alle rein mussten. Packlisten und Lieferscheine und Rechnungen und weiß ich nicht was alles. Hat am Ende ja doch nicht viel genutzt. Es ist noch mehr als die Kupplung drin. Das sind die Bauteile für die Zwischenwelle, die wir nachfolgend auch noch machen. Die nehmen wir jetzt auch gleich mit raus. Ne? Die nehmen wir nachher, wenn das Getriebe raus ist, komplett mit raus. Das sind die Bauteile von der Kupplung. Zylinder mit Ausdrucklager. Die ganzen Kleinteile nachher für die Zwischenwelle. Ja, gucken wir uns an, wenn wir es dann einbauen. Das hier ist kein Original Land Rover Teil, was nimmst du da immer? Wir haben bei den Kupplungen die AP Drifeline. Erfahrungsgemäß läuft sie genauso wie das Original. Also es funktioniert genauso. Sie hält genauso lange. Es sind Änderungen drin in den Teilenummern. Das sind die Federn, die bei den Kupplungen halt hier drin sich lösen und im schlimmsten Fall dann rausfallen. Wenn die Feder komplett raus ist, dann verkantet sie beim Betätigen der Kupplung und ja, kein Kuppeln mehr möglich. Genau, das werden wir sehen, das haben wir dann nochmal fixen können. Da jetzt, glaube ich, auch schon über 10.000 Kilometer hält. Solange sie nicht rausfällt, kann eigentlich auch nichts passieren. Ja, das sind die Neuteile. Na, dann legen wir los, oder? Dann legen wir los. Wir müssen von oben an den Schalthebel dran, den Schalthebel abnehmen und vom Verteilergetriebe die Schaltung. Und dafür nehmen wir jetzt die Innenverkleidung raus. Auch nicht die Kubibox aus und die Nein, die lassen wir drin. Das ist riesig, ne? Und zum Glück einteilig. Die bleibt dann natürlich auch überall hängen. Ja, wir waren ja in Samarkand kurz davor, euch zu zerschneiden. Ja? Jetzt geht's ja, das ist warm. Wenn das im Winter hast und es eiskalt, da geht gar nichts. Den Schalthebel, den knipst man einfach so raus, ne? Ja, der hat unten nur zwei Kunststofflaschen, die eingeklipst sind und dann ist er auch schon draus.
der Rührstock. Und das ist zur Dämmung da? Das ist Dämmung, ja. Sonst wäre der Defender unerträglich laut und warm. Ja, was ist? Sonst überhaupt nicht ist. Durch dieses kleine Bauteil ist das extrem verringert. Nein, ist genauso laut. So, jetzt nehmen wir den Schalthebel hier raus, den Kasten raus. Ja, und dann heben wir hoch und gehen nach unten. Und dann haben wir hier oben alles schon erledigt. Ja. Erstmal. So, die Schrauben müssen alle raus. Die nehmen wir raus, ja. Schrauben relativ versteckt, ne? Ja, da sind auch einige dran. Was sind da dran? Einige viele Schrauben, die sich da. Ja, und deswegen nimmst du jetzt den Kasten doch raus. Ja, ich nehme den Kasten raus, dann kommt man vernünftig dran. Und am Ende dauert es wahrscheinlich auch nicht länger. Ist denn Kupplungsarbeiten, ist das so eine Lieblingsbeschäftigung oder ist das eher. Naja, Lieblingsbeschäftigung, also es gibt eigentlich Schöneres zum Schrauben, aber ich finde es nicht schlimm, also wir machen ja auch genug davon, also von da, ja, es gibt schönere Arbeiten, es gibt aber auch noch viel schlimmere. Was ist denn eine schlimmere? Ja, eine schlimmere, also auf die Kupplung bezogen ist zum Beispiel beim Disco 3 Schalter eine Kupplung, die ist also viel schlimmer. Da ist der Defender auf jeden Fall vorzuziehen, egal in welcher Bauform und welches Baujahr. Und was ist beim Defender-Schrauben für dich das Schlimmste? Das Schlimmste beim Defender-Schrauben? Oder komplizierteste oder nervigste? Es sind eigentlich, ja, man kommt eigentlich immer noch ganz gut dran im Vergleich zu anderen Autos. Oder gerade die anderen Baureihen, die Land Rover hat. Also ich finde da jetzt nichts groß, wo ich sage, das macht so gar keinen Spaß beim Defender. Also es sind eher schon mal Kleinigkeiten, wo man denkt, naja, super, was der Konstrukteur sich da geleistet hat, aber im Großen und Ganzen, man kommt ja wirklich überall dran. Also von da ist das für Mechaniker eigentlich ein angenehmes Auto, wenn man sie mag. Was verloren. Die Dämmmatte klebt normalerweise außen dran. Hier nicht mehr. Ja, die kleben wir gleich wieder fest. Dann haben wir die auch erledigt. So, außen weg. Jetzt haben wir hier freie Sicht und freies Arbeiten. Und das ist die sogenannte Schaltkontrolle, ne? Ja, das ist die Schaltkulisse oder wie man sie nennt, ja. Und die wird jetzt abgeschraubt und einfach... Die schrauben wir ab, damit wir nachher mit dem Kasten kommen wir sonst hier unterm Blech nicht drunter her. Und deswegen ist er raus. Ja, da muss ich jetzt gleich eben einmal... darunter noch die Schraube losmachen. Naja, muss ich noch mal auf die andere Seite. So kann man, weil der Tunnel weg ist, von der Seite leichter ran und kriegt den Hebel von der Untersetzung auch weg. Weil darunter ist noch eine Schraube. Dann haben wir hier oben eigentlich alles soweit. Ja, dann nehmen wir gleich den Kasten raus und dann sind wir von oben erstmal durch. Dann kommt noch der Stecker von dem Rückfahrscheinwerfer, der ist auf der linken Seite noch. Und dann gehen wir nach unten.
Aber man muss schon wissen, wo die Schrauben sind. Sonst hat man schnell eine vergessen, oder? Ja, ja. Ist das denn was, was man als Normalschrauber selber machen kann? Oder sollte man lieber die Finger von lassen? Naja, also ich halte es schon für eine Aufgabe ohne Grube oder Bühne. Weil das Getriebe muss ja irgendwo nach hinten raus. Ich denke, man kann das als Notbehelf machen, aber ob das Sinn ergibt, möchte ich anzweifeln. Also Grube oder Bühne brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ja. Weil das Getriebe wiegt, ich meine, irgendwo komplett 85 Kilo. Ist also auch nicht mal eben einfach zu handeln. Also wie nennt man das, was du jetzt da gerade rausgeholt hast? Ja, das ist eigentlich ein Teil der Schaltkulisse. Ne? Die Übertragung vom Schalthebel ins Getriebe hier rein. Okay. Dann war es das hier oben erstmal. So, und jetzt können wir direkt die Kabel auf dem Teilergetriebe rausmachen. Da laufen ja einige Kabel entlang. Ne? Ja, da laufen die Kabel vom Verteilergetriebe und auch die Kabel vom Dieselpartikelfilter, die Differenzdruck- und Temperatursensoren. Und da muss man dann einfach die Verbindungen trennen? Ja, oder? Da trennt man die Verbindung, damit wir die Kabel nachher beim Rausziehen nicht überdehnen oder gar abreißen. Der nicht so schöne Teil, wenn der Dreck von oben rieselt. Da war es nicht so in der Waschanlage. Aber auch nur äußerlich behandelt, aber auch nicht wirklich. Die Schicht ist schon recht dick. So, was bauen wir denn jetzt hier aus? Ja, wir nehmen raus das komplette Getriebe. Also von hier vorne bis da ist die Getriebeeinheit. Verteilergetriebe, Schaltgetriebe, raus müssen Gelenkwellen vorne, hinten, die Traverse und Auspuffrohr. Okay. Ja. Und wir lassen vorher die Öle ab, dann haben wir nachher etwas weniger Gematsche. Aber das müsste man normalerweise nicht machen? Normalerweise nicht. Weil wir eh alles wechseln und weil wir nachher ans Verteilergetriebe in- und drankommen. Deswegen lassen wir vorher raus. Was bringst du da jetzt an? Das ist die Stütze für auf den Getriebeheber. Das ist zum Aus- und Einbauen leichter. Gerade zum Einbauen, weil ich das Getriebe in alle Richtungen drehen kann. Und hier unten dran kommt dann der. Da kommt der. Das Stativ. Ja, der. Und dann kannst du es hin und her. Der Heber dran und dann. Und da ist dann das komplette, also auch die Getriebeglocke, alles hängt da dran. Ja, komplette Getriebe, ja. Ich sehe gar nichts rum. Hm? Wo ist der Matsch? Hier, da ist der Ölschmier auf dem Handbremsbelag. Bedingt durch eine lose Mutte auf dem Antriebsflansch. Also dieser Flansch ist lose und dadurch kommt das Öl in die Handbremsbeläge. Okay. Ja, dann hat sich das doch gelohnt hier. Oder muss man die jetzt einfach festschrauben oder was? Die nehmen wir nachher, wenn das Getriebe raus ist, komplett runter und machen einen Wellendichtring rein und dichten einmal den Flansch ab. Okay. So. Ja. Ja,
haben jetzt alles gelöst, dass wir das Getriebe rausnehmen können, komplett. Die Schrauben von der Kupplungsglocke sind lose. Das Rohr bleibt drin, das biegen wir gleich zur Seite. Ankerplatte von der Kardanwellenbremse ist raus. Ja, Kardanwellen sind weg. Kabel und Schläuche sind ab, also können wir jetzt rausnehmen. Der Blick auf die Kupplung auch frei. So, da müssen wir gleich eben mit der Bühne ein Stückchen höher. Dann nehmen wir jetzt erst die Kupplungsscheibe raus. So, da ist sie, ne? Ja. So, die nehmen wir jetzt einfach. Die nehmen wir jetzt raus. Mhm. Die ist auch noch befestigt mit den Schraubzylinder. Die ja. 6 Schrauben außen, ja. Wie das Provisorium gehalten hat. Ja, es hat gehalten. Das sind diese losen Federn, ja. Die halt irgendwann dann aus diesem Bereich komplett rausfallen, was dann hier passiert ist, und dann verkantet die in der Kupplung. Nicht groß was geändert, ne? Ja. Und wieso arbeitet sich das dann aus hier? Also das war ja hier. Das sind Torsionsfedern, die Feder arbeitet, und der Sitz an der Seite ist anscheinend nicht so sauber geführt, dass die Feder irgendwann rausgeht. Oder gibt es auch keine anderen, wo das irgendwie anders gelöst ist? Ich habe bis dato noch keine andere gesehen. Und diese verstärkten, die im Amt zum verstärkte Kupplung hat den gleichen Aufbau. Die original verstärkte Kupplung ist von der Scheibe genauso aufgebaut. Der Kupplungsautomat ist von der Anpresskraft höher. Und dadurch habe ich dann noch mehr Kupplungskräfte im Kupplungspedal. Okay. Also das Kupplungspedal wird noch schwerer. Oh. Ja. Ist ja noch nicht schwer genug. Und der Automat wird aber auch mitgewechselt. Ja, ne? immer komplett. Alles ja. Komplett. Ja. Immer komplett. Geht das nicht so komplett mit? Das kommt bei mir an die Wand. Als Erinnerung. An die Wand. Was sieht man da jetzt sonst noch, wenn man jetzt hier reinguckt? Sehen da jetzt die Schwungscheibe, die natürlich auch nicht mehr so ganz sauber ist. Die hat hier Anlauffarben von der Temperatur vom Schleifen. Das waren wahrscheinlich die Momente, wo sie nicht mehr ordentlich getrennt hat. Ja. Ja, in dem Moment ist natürlich die Scheibe schleift, und dann habe ich halt irre Temperaturen drin. Ja. Und macht das denn Sinn, die auch zu wechseln? Ja, wir gucken uns die jetzt gleich nochmal genauer an, aber ich glaube fast ja. Weil das sind, denke ich, schon richtig ausgeblühte Stellen drin. Ja. Ja. Und wenn die Kupplung anfängt zu stinken, wie jetzt, was weiß ich, jetzt in Tunesien zum Beispiel bei Dünenfahrten, wo man. Dann ist das, was du jetzt da siehst, die Folge. Okay. Das Stinken ist einfach, der Belag hat dann die Temperatur so hoch, dass er anfängt zu verbrennen. Ja. Und dann habe ich halt wirklich die Temperatur in der Schwungscheibe so, dass ich ja, einzelne heiße Stellen drin habe. Ja, Riefen und Hitzerisse sind keiner drin. Also. Können wir drin lassen. Ja, lassen wir drin. Machen wir alles sauber und dann. Glück gehabt. Oh.
den Fuß auf der Kupplung hast, hast du durch die hydraulische Kupplung immer automatisch einen leichten Druck vom Lager hier drauf. Und dadurch hast du halt eine höhere Temperatur, die sich entwickelt da drin. Das Lager verschleißt schneller, der Zylinder wird durch die Temperatur, die entsteht, schneller undicht und der Verschleiß in der Druckplatte ist auch größer. Und dieser Automat, der geht auf diese Scheibe da. Der Automat sitzt so drin. Und die Scheibe geht auf die Metallscheibe. Ja. Und die Seite ist dann die Schwungscheibe. Ja. Und die Kräfte von der Kupplung, die kommen hier an? Oder? Ja, vom Lager, das kommt hier an. Und über diese Federelemente entspanne ich dann die Kupplung, damit die Scheibe nun frei ist. So. Habt ihr was von dem Raumschiff? Lass uns doch noch mal eben erklären, was man jetzt hier sieht. Das ist der Zentralausrücker. Das ist das Lager vom Zentralausrücker, was wir da gerade hören. Was macht der? Das ist der hydraulische Teil hier hinten. Und der schiebt dann dieses Lager, wenn ich die Kupplung betätige, auf unsere Druckplatte. Okay. Das ist Getriebeeingangswelle, die geht in die Verzahnung von der Kupplungsscheibe. Der Teil ist Schaltgetriebe. Da ist der Schalthebel drauf. Da ist der Schalthebel drauf. Dieses Teil ist das Zwischengehäuse, was beim TD4 gebaut worden ist, um das Verteilergetriebe wieder ans neue Getriebe zu bekommen. Und in dem Stück sitzt auch die beliebte Zwischenwelle mit der rostenden, verschleißenden Verzahnung. Und die gucken wir uns jetzt auch an. Und die gucken wir uns auch noch an. Ja. Das ist jetzt das Verteilergetriebe. Und das hier ist das Verteilergetriebe. Ja. Okay, und da kommt die Kraft an die hintere Kardanwelle. Ja, hintere Kardanwelle und hier die vordere. Das ist die vordere. Ja. Okay. Und die Bauform ist jetzt eigentlich nur dazu da, zwischen Motor und Schalthebel hin und her. Das zu überbrücken, ja, ne? Ja, ja. Und das ist eine große Welle da drin, oder? Ja, das sind geteilte Wellen. Die Eingangswelle ist vorne geteilt, dann geht sie über in die Hauptwelle hinten und hier unten drin liegt dann nochmal eine vorwillige Welle. Okay. Das müsste man eigentlich. Hinter dem Deckel sitzt die zweite Welle. Ja, okay. Gut. Der Zentralausrücker wird neu reingemacht und die Adapterstücke auch. Das macht doch Sinn, ne? Ja, man kann das im Lager hier schon sehen. Ja, die Laufspuren hier, dieser helle Rand und man kann es auch deutlich hören. Also das sollte lautlos sein. Ja. Und das ist sie jetzt hier, die Zwischenwelle, oder was? Das ist die Welle. Das ist die berühmte Zwischenwelle. Die berühmte Zwischenwelle. Berühmt-berüchtigt. Die berühmt-berüchtigte Zwischenwelle. Okay. Und die wechseln wir heute auf? Die wechseln wir. Und die ist jetzt ist sie nur beim TD 2,2? Ab TD 4, also ab 2007. Man sieht schon in den Staubwolken. Werk ohne Fett eingebaut. Ja, macht beim Verzahnen viel Sinn. Aber du bist recht vorsichtig gefahren. Ja, ich meine nicht umsonst, sind wir jetzt bei 140 Tagen. Ja. Als das mit der Kupplung passiert ist, war ich bei 130.000. Und jetzt nochmal zum Verständnis, konstruktionsbedingt muss man das Stück hier überbrücken. Ja, das musste man überbrücken. Und dann hat man ja diese Welle dann eingebaut. Und dann hat man dieses Zwischenstück eingebaut, ja, um auf das alte Bau von Verteilergetriebe zu kommen. Okay.
Das ist die undichte Welle im Verteilergetriebe. Hier die Welle sitzt mit einem O-Ring abgedichtet im Alugehäuse. Das heißt, die müssen wir jetzt auch. Die nehmen wir gleich auch raus. In der Hoffnung, dass das Alugehäuse noch rund ist und nicht oval. Das ist die andere Seite von der Welle. Ja. Da kommt man halt auch nur dran, wenn es raus ist. Ne? Ja, super. Ja. Und das ist aber auch so eine typische Schwachstelle, ne? Ja, aber die ist immer schon. Da ist dann konsequent nichts mehr geändert worden, ja. Und das alles geht zum Glück nicht. Ja, was machst du da jetzt? Jetzt setzen wir den Abzieher auf diesen Flansch. Auf der Verzahnung eingeklebt und sitzt dadurch relativ fest drauf. Und das wird auch mit ausgetauscht? Oder? Ja. Das wird mit ausgetauscht. Das kann man auch. Da drin kann man dann die verschlissene Verzahnung auch gut erkennen. Ja. Wie lange hält so eine Zwischenwelle? Ganz unterschiedlich. Die ersten haben wir getauscht mit 40.000. Oh. Wenn die Autos viel Anhängerbetrieb hatten, dann waren sie relativ früh fällig. Also das ist richtig, geht auf die Welle. Ja. Merkt man das irgendwie, dass die Welle nicht mehr in Ordnung ist? Das Spiel im Antriebsstrang ist relativ hoch irgendwann. Viele gleichen das mit dem Kupplungsfuß aus, wenn ich vorsichtig anfahre und schalte. Sobald man ein bisschen schnell das Pedal kommen lässt, dann hört man es auch. Okay. Ja. Sieht das nicht so aus. Wellendichtung ist okay. Bisschen Staub drin. Setzen wir jetzt eine neue Welle ein und dann geht es wieder zusammen. Also du fettest die jetzt alle Bestandteile? Genau, das ist ein Dichtkleber, der auf die Verzahnung mit drauf kommt. Und das Fett kommt erst ganz zum Schluss. Jetzt muss ich aber gucken, dass die hier rutscht. Ja, passt noch nicht. Also schließt das bis ganz nach hinten und dann die Schraube. Ja, wir ziehen jetzt einmal an, dann machen wir die nochmal los und dann kommt an die Schraube auch noch Schraubensicherung und dann wieder fest. Macht man die rein und wieder los, damit die passt, oder? Ja, sie setzt sich dann einmal komplett. Ja. Und dann. Und was schmierst du da jetzt drauf? Das ist Schraubensicherung. Auch ganz normal. Ja. Sinn, das immer gleich mitzutauschen, weil man ja, das so dran ist. Macht anders gar keinen Sinn. Auch wenn das noch keine Geräusche macht. Ja, dann könnte man das vielleicht drin lassen, aber dann wird's nur kurz wir machen es in der Regel nicht. Ja. Jetzt machen wir erstmal den Mist hier weg. Ziehen wir mal die Welle.
besagte Welle. Und das ist der O-Ring. Man kann jetzt da schon die Kante sehen, wo die Welle sitzt. Das ist dieser O-Ring. Da auf der anderen Seite auch nochmal. Wir nehmen das jetzt da runter und legen das so lange auf den Tisch, damit wir es umkippen können. Vielen Dank. Bitte schön. Vielen, vielen Dank. So, der Plan. Die wird aber jetzt nicht gewechselt. Ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Das dann auch im Getriebegehäuse einarbeitet. Nicht, ob man das erkennen kann. Ja, das Getriebegehäuse ist wesentlich weicher. Dann habe ich im, ja, im schlimmsten Fall dann hier halt, ja, man kann es schon fühlen, diesen Absatz, der halt entsteht. Ja, diese Kante da drin, wenn der, ja? Und wenn er zu stark wird, dann kann man sich dann geht es halt einfach nicht mehr. Der O-Ring reicht dann nicht. Ne? Ja. Die Seite ist durch die Mutter hier wesentlich fester und haltbarer. Okay. Ja. Wo hat man es auf der anderen Seite nicht gemacht? Ja, Konstruktion. Ne? So, so entwickelt. Ne? Ja, dann. Ah, da ist der O-Ring gleich dabei. Nee, den habe ich gerade schon. Ich habe da schon vorgegriffen. Aber das heißt, man kann ja auch die O-Ringe alleine sitzen. Ja, ja, ja. O-Ringe sind einzeln. Und immer wenn hier an diesem Loch was austritt, dann ist offensichtlich das angekommen. Ja, oftmals ist es einfach schon zu spät, ne? Weil die Autos dann schon zu lange damit fahren. Ne? Also. Getriebeöl. Ja gut, am Ende würde dann neues Gehäuse bleiben, wobei die sind vom Preis eigentlich schon zu teuer. Ich glaube, das nackte Gehäuse müsste mittlerweile schon an 1000 Euro sein. Also ja, ist dann eigentlich sinnfrei. Ne? Dann ist dann irgendwann ja, ein neues Getriebe fällig. Form ist halt nicht mehr rund vom O-Ring. Ne? Das ist der, der jetzt da. Das ist der, der im Gehäuse sitzt, ja. Ja. Dann macht es auch Sinn, beide zu tun. Ja. Wobei wir beim Hintern, da kommt man auch nicht dran. Ja, man kommt bei beiden nicht dran. Wie wenn er nicht rausgeht.
wofür ist dieser Sensor da? Das ist der Sensor für den Tacho, der nimmt die Geschwindigkeit. Und hier auf der anderen Seite, was ist das? Die andere Seite sind die Schalter für Sperre und Untersetzung. Ah, ja. Und der Schalt, hier hängt die Untersetzung an. Genau, das sind die einmal, der hier oben fehlt, der Hebel, den habe ich jetzt eben abgeschraubt, der liegt oben im Auto. Das ist einmal der hier und der ist für die Untersetzung und der ist die Sperre. Und wo ist der Schalt hier oben? Das ist der Rest, liegt oben im Auto. Ja, hier ist nochmal so eine kleine Umlenkung drauf. Okay. Und das ist dann das Gestänge, was wir anfangs ausgebaut haben. Jetzt tauschen wir da auch die Dichtung. Den Wellendichtring dahinter. Oh, das war ein bisschen euphorisch, okay. Ich sehe es ein. Dann haben wir alles getauscht, was man sinnvollerweise tauscht. Ja, also alles das, was wir jetzt äußerlich unsichtbar gesehen haben, haben wir dann auch von Dichtungen her neu gemacht. Wo sitzt die Dichtung? Das ist die Dichtung hier. Dieser Wellendichtring. Ja. Was ist das? Das ist das Werkzeug für den Dichtring einzusetzen. Mit dem Abstand habe ich die richtige Tiefe vom Dichtring. Überall ein bisschen was drauf. Einfacher Bremsenreiniger. Ja gut, der Bremsenreiniger ist einfach fürs Entfetten. Ne? So, der sitzt dann da noch drin. Das ist einfach noch so eine Filz unter die Scheibe. Ja. Ich sag's ja nicht gerne, aber. So, das heißt, wir haben jetzt auf Verteilerrichtung eigentlich alles gemacht, was man in sinniger Weise jetzt. Ja, ja. Wir stecken jetzt noch die neue Zwischenwelle ins Schaltgetriebe und dann stecken wir die zwei wieder zusammen, gucken uns Scheibe und Automat rein und dann können wir Getriebe wieder reinsetzen. Das ist das, was Land Rover nicht im Werk geschafft hat. Ja, vielleicht irgendwas dazwischen. Ja, das sind ja auch immense Kosten. In der Tat. In der Tat, weil der Arbeiter am Band vor dem Zusammenbau das Getriebe fetten muss. Ja. Eigentlich ja nicht zum Lachen, ne? Eigentlich. Jetzt kommen wir nochmal hier am Boden rum. Auch sehr schön. Ja, viel hilft viel, ne? Zu viel drin ist, kommt es irgendwann wieder raus. Das sieht man auch. Ja, das macht nichts. Macht gar nichts. So, nehmen wir mal mit nichts. Du musst richtig stramm drin sein. Da ist eine Feder drin auf der Welle, die einrastet. Und deswegen halt die Schläge mit dem Hammer, damit die richtig drin sitzt. Jetzt kommt noch die Dichtung wieder außen drauf mit dem
Quellendicht bringen. Kunststoffdreh hier. Die war wahrscheinlich dafür gedacht, dass das nicht vorhanden ist, dass nicht rauskommt. Das Getriebe auch wieder hochheben, ne? Könnte man. So, wir haben jetzt Verteilergetriebe Welle abgedichtet, Ausgang abgedichtet. Und die Zwischenwelle neu drin. Jetzt stecken wir alles wieder zusammen und beginnen dann mit dem Rückbau. Und die Kupplung stecken wir auch einfach wieder rein. Kupplung neu. Nein. Am Ende entlüften. Ja, dann. Dann wechseln wir noch die Öle und dann kann ich wieder los. Und dann kannst du wieder los. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Ich danke auch. Ciao. Tschüss.